In erster Linie ist ja wichtig, der Zweck, der dahinter steckt, dass wir für einen guten Zweck golfen. Und das Schalke Golfkreisel ist dadurch zustande gekommen, dass wir über die GoFus, wir haben ja auch selbst einen Verein gegründet, die Fußballer, golfspielende Fußballer, die Helmut und Erwin Kremers kennengelernt haben. Erwin ist ja Vorsitzender oder Präsident des Schalker Golfkreises und dadurch eben die Zusammenarbeit oder die Freundschaft entstanden ist und auch die Einladung deswegen stattfindet. Ich bin jetzt das dritte Mal dabei, musste leider 2 Jahre pausieren wegen der Knie-OP, konnte also 2-mal nicht kommen. Freue mich aber wieder dabei zu sein und ich hoffe, dass wir ein bisschen Glück haben morgen im Wetter, nicht so, dass es so ist wie heute. Aber wie gesagt, wichtig ist einfach nur die Sache, die dahinter steckt, dass wir für einen guten Zweck etwas tun und Leute, die in ihrem Leben viel Glück gehabt haben, auch mal daran denken, dass es Leute gibt, die auf der Schattenseite leben. Und ich finde es toll, dass es so viele Leute gibt, die sich dafür engagieren. Ich finde es wunderbar, dass sich so eine Truppe von ehemaligen Profifußballern zusammengefunden hat, die jetzt im Leben auch mal was zurückgeben. Fußballer sind ja grundsätzlich ein bisschen verwöhnt, verdienen ein bisschen mehr Geld als der Durchschnitt der Bundesbürger. Und wenn dann halt so der Wunsch entsteht, dann auch mal für soziale Zwecke was zu tun und einzuspringen, zu helfen, da wo es nötig ist, das ist für mich das Größte überhaupt. Das unterstütze ich sehr gerne und ich kann wirklich nur sagen, was Erwin Kremers mit seiner Truppe hier aufgebaut hat und in den 5 Jahren auf die Beine gestellt hat, das ist schon aller Ehren wert. Ich glaube, es wird immer mehr zur Regel, dass Profifußballer für soziale Zwecke zur Verfügung stehen. Ich weiß ja, wenn die voll im Saft stehen, so 20, 25 Jahre alt sind, dann hauen die sich auf die Knochen, dann sind die halt im Sport wirklich Konkurrenten ohne Ende. Und nach der aktiven Karriere sind ganz viele von ihnen untereinander befreundet, auch wenn sie früher in total verschiedenen Vereinen gespielt haben. Es entsteht einfach eine Gemeinschaft und das ist der große Vorteil des Mannschaftssports Fußball. Da herrscht schon während der Wettbewerbsphase trotz allem ein Teamgeist. Das wird übertragen auf das Leben danach. Und das finde ich eben toll daran. Ja, aus dem Nichts etwas geschaffen und wir sind jetzt dabei, die 500.000 Euro Marke zu knacken für Kinder, vor allen Dingen in Gelsenkirchen, die in Not sind, denen es nicht so gut geht. Und dafür spielen wir hier und gerade die 72er-Elf um die Kremers-Zwillinge mit Klaus Fischer, mit Abramczyk, auch mit dem verstorbenen Rolf Rüssmann, Peter Neururer und sind ehemalige Fußballer, die das ins Leben gerufen haben, die immer Golf gespielt haben, an der Ausfahrt A2 Gelsenkirchen-Bur, Parkstadion, jetzt Arena auf Schalke, die Felddienst-Arena. Und ich bin dann dazu gestoßen und habe mich gleich heimisch gefühlt. Und als wir dann irgendwann mal abends nach einem Golfspiel saßen, ist diese Idee geboren. Und ich muss sagen, das ist ganz toll, was sich jetzt hier entwickelt hat mit dem Get-Together in der Arena. Und man muss auch sagen, dass die Verantwortlichen von Schalke 04 im Vorstand oder auch im Aufsichtsrat in der Form von Clemens Tönnies sich weiterhin einsetzen und die Räumlichkeiten zur Verfügung stellen, um dann auch diese Summe von 50.000 bis 100.000 Euro jedes Jahr zu erzielen, um die dann weiterzugeben an die Kinder in Gelsenkirchen. Ja, ich glaube, die Spieler, die hier gespielt haben, wenn sie auch nicht auf Kohle geboren sind, aber sich sehr heimisch gefühlt haben, am Beispiel von Klaus Fischer, der ja in Bayern in Zwiesel groß geworden ist, aber doch der repräsentiert ein Stück im Ruhrgebiet, als wenn er hier geboren wäre. Und ich bin ja in Gelsenkirchen-Horst geboren und kann das verstehen. Aber alle die mal sozusagen Blut geleckt haben, fühlen sich hier im Ruhrgebiet wohl und kommen nicht mehr weg und treten für ihre Region ein und geben ein bisschen zurück. Ja gut, das Ansehen musste als erstes kommen. Es ist ja immer erfreulich, wenn sich Leute zusammenfinden, die für einen guten Zweck etwas unternehmen. Das ist also das erste Positive. Das zweite ist, ich wusste das vorher gar nicht so, ich habe jetzt mal so ein bisschen die Unterlagen gesehen, dass ja Schalke als Fußballverein ja fast, da vermute man immer, dass es da keine Golfinteressenten gibt, aber es ist ja hier extrem anders. Also es gibt ja ein großes Angebot an Golfutensilien, die mit Schalke bestückt zu kaufen sind. Also das hat mich total überrascht. Ja gut, es ist natürlich doch auch wieder für einen guten Zweck, dass man dabei ist und man trifft sich doch wieder mit alten Bekannten, ja, Altspieler, einige Eurofighters, die sind dabei und Alttrainer, die da sind und ja, das macht doch Spaß, um so einen Abend zu verbringen mit diesen Leuten.
Sie selber sind ja auch Teil dieser, ich sage jetzt einfach mal Schalke-DNA, um es mal so zu sagen. Und ich glaube, dazu gehört auch, dass man sich eben auch gerade auch für diejenigen auch einsetzt, die es vielleicht im Leben nicht immer leicht gehabt haben. Ja, darum ist es auch eine gute Sache, wenn so etwas ist und man kann da Menschen mit helfen, ja, dann bin ich auch bereit, um da ein Teil von mitzunehmen. Und uns geht es gut und es sind viele Leute, die es nicht so gut geht. Und wenn man da behilflich sein kann, dann muss man das auch tun. Also das ist wirklich richtig schön, hier zu sein. Ich habe über die Golferei Erwin und Helmut Kremers kennengelernt, Klaus Fischer kennengelernt. Und die Schalker haben wirklich eine richtig gute Truppe. So die ehemaligen, das, wenn wir da irgendwo ein Turnier spielen, der GoFus, der golfenden Fußballer, dann sind es schon immer Jungs, die auch für Stimmung sorgen. Und es freut mich sehr, dass sie mich hier heute auch dazu eingeladen haben. Ich finde es toll, was sie hier auf die Beine stellen. Ich freue mich, hier zu sein. Im Grunde ist es unser großes Glück, dass wir über unsere Bekanntheit nach der aktiven Zeit eben auch für einen guten Zweck Gelder einspielen können. Und da ziehen wir alle an einem Strang, da freuen wir uns. Für uns ist es toll, dass wir uns treffen, dass wir gemeinsam eine Runde Golf spielen. Und wenn wir auf der anderen Seite dann was Gutes tun können, ist es umso schöner. Und Hut ab für die, die das organisieren. Das ist ja ein Riesenaufwand, so ein Golfturnier zu organisieren, so eine Abendveranstaltung zu organisieren. Und da merkt man, dass Erwin mit sehr viel Herz dabei ist, mit sehr viel Engagement und mit sehr viel Leidenschaft. Das freut mich dann einfach, wenn das so erfolgreich ist, wie es jetzt in den letzten Jahren gelaufen ist. Schalker Golfkreis macht das mittlerweile zum 6. Mal. Und da ist doch eine beachtliche Summe zusammengekommen. Man gibt auch das Geld hier in der Region aus, weil, was ich auch immer ganz gut finde, weil eigentlich gibt es im direkten Umfeld ja oft so viele Probleme, so viele Dinge, wo man anpacken kann, helfen kann. Und das wird hier getan. Und da freue ich mich, wenn ich einen kleinen Teil dazu beitragen kann, dass das erfolgreich wird.